Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Und heute geht es mal um ein nicht so schönes Thema. Es geht nämlich um absolut unethische Handlungen und Vorgehensweisen in der Hundezucht. Das Ganze ist ein wirklich wichtiges Thema und betrifft uns alle, denn jeder, der sich irgendwann einen Hund holen möchte, steht vor der Frage, woher bekomme ich meinen Hund? Und je nachdem, wofür man sich entscheidet, unterstützt man natürlich oder diese Art, woher man einen Hund bekommt. Da möchte ich jetzt auch gleich vorne weggreifen. Ich habe absolut nichts gegen eine seriöse Hundezucht. Für mich gibt es im Endeffekt nur zwei große Punkte, die für mich vertretbar sind, woher man sich einen Hund holen kann. Und das ist A, ein seriöser Züchter und B, eine seriöse Tierschutzorganisation. Es gibt trotzdem einzelne Fälle, wo ich sage, ja, okay, ist jetzt vielleicht nicht ideal gelaufen, aber du hast da trotzdem noch keinen Scheiß unterstützt. Für mich ist das Wort seriös hier auch wirklich wichtig, denn sowohl bei Züchtern als auch bei Tierschutzorganisationen ist nicht alles seriös. Das heißt, da muss man sich auf jeden Fall super krass informieren, damit man da nicht einen unseriösen Züchter oder eine unseriöse Tierschutzorganisation unterstützt. Dazu werde ich aber noch mal gesondert ein Video machen, so eine Art Checkliste, was man da beachten könnte, was für mich wichtig wäre. Kommen wir aber auch gleich zum zweiten Punkt, was aus meinen Erachtens absolut nicht in Ordnung ist. Das sind natürlich dann genau diese Gegenteile, das heißt eine unseriöse Zucht oder eine unseriöse Tierschutzorganisation. Was macht denn ein seriöser Züchter aus? Hier ein paar grundlegende Dinge, die ich extrem wichtig finde und die hier auch für dieses Video eine Rolle spielen. Denn ein seriöser Züchter hat gewisse Grundkenntnisse, das heißt eine Sachkunde. Es gibt ja eben auch gewisse Prüfungen, wo eben diese Sachkunde abgefragt wird und auch gewisse Seminare, wo man sich fortbilden kann, um eben Dinge zu lernen über Hundeverhalten. Das heißt, wann ist der richtige Zeitpunkt für eine Deckung? Welche Stadien durchläuft eine Hündin bei der Läufigkeit? Wie ist das mit der Auswahl des Deckrüdens etc. pp. Also das sind grundlegende Dinge, mit denen sich einfach ein seriöser Züchter sehr lange beschäftigt, um bestmögliche Mischungen hervorzubringen. Aber nicht nur das Grundwissen über Hundeverhalten und über Hundezucht im Theoretischen, sondern eben auch Punkte wie Zuchttauglichkeit. Das heißt, man findet heraus, ist eine Hündin oder auch ein Rüde überhaupt zuchttauglich? Stimmt die Gesundheit? Und ein ganz, ganz großer Punkt eben auch, stimmt das Verhalten? Und das Ganze ist auch so wichtig und deswegen betone ich das Ganze auch, weil das alles natürlich wahnsinnig großen Einfluss auf den Welpen hat, der dabei rauskommt. Eine wichtige Sache ist hier sehr wichtig und das sind die Stresshormone. Also Stresshormone werden in unserem Körper freigesetzt, wenn wir natürlich eine massive Stresssituation haben. Und das bedeutet natürlich auch, dass wenn die Hündin beim Zeitpunkt der Deckung massiven Stress hat, aus unterschiedlichen Gründen, dass in diesem Moment der komplette Körper der Hündin Stress hat. Und das macht für mich auf jeden Fall Sinn, wenn das schon Einfluss auf die Welpen später hat. Ein wichtiger Punkt, auf den eben auch ein seriöser Züchter achtet, ist, dass die Hündin im Endeffekt das letzte Wort hat. Das heißt, wenn eine Hündin nicht bereit ist oder sich nicht wohlfühlt oder den Rüden nicht absegnet, durch eben vorheriges Abchecken, durch das Kennenlernen, dann wird eben auch nicht gedeckt. Und für mich ist das ein absolut ausschlaggebender Punkt für einen seriösen Züchter. Denn jeder, der dann weiter züchtet oder die Hündin dazu zwingt, mit diesem Rüden, nur weil der jetzt ein Champion ist, sich über die Bedürfnisse der Hündin hinwegzusetzen, ist für mich ein absolutes No-Go und wäre für mich ein absolutes Ausschlusskriterium. Und mit diesen ganzen Informationen im Hinterkopf kommen wir jetzt auch zum eigentlichen Thema. Aber bevor wir damit starten, möchte ich hiermit eine Triggerwarnung aussprechen, denn es wird jetzt gleich um Vergewaltigung und sexualisierte Gewalt an Hündinnen gehen. Und wenn das zu viel für jemanden ist, dann würde ich euch jetzt bitten, nicht weiterzuschauen. Denn das Hauptthema dieses Videos sind die sogenannten Breeding Stands. Breeding Stands sind Vorrichtungen, auf denen eine Hündin geschnallt wird. Hier seht ihr diese ganze Vorrichtung auch einmal. Das heißt, die Hündin wird da quasi drauf geschnallt, der Hals wird festgemacht und eben auch der Unterbauch, damit sich diese Hündin quasi nicht mehr bewegen kann, um dann von einem Rüden gedeckt zu werden. Wichtig ist hier auch nochmal zu wissen, wie ein Deckvorgang abläuft. Und das ist eben im Endeffekt so, der Rüde reitet auf, macht ein paar Stöße, in diesem eben das Sperma in die Hündin quasi reingeschossen wird. Und dann gibt es einen Vorgang, der nennt sich Hängen. Das heißt, Hündin und Rüde sind dann noch miteinander verhakt, weil der Schwellkörper des Rüdens eben so angeschwollen ist. Und bis das abgeschwollen ist, können sich Rüde und Hündin eben noch nicht voneinander lösen. Und dieser Vorgang kann von 10 Minuten bis hin zu einer Stunde dauern, also auch sehr lange. Bei diesen Breeding Stands hingegen wird der Hündin jegliche Chance genommen, sich überhaupt den Rüden auszusuchen. Und das ist das Ganze, was es für mich auch einfach so ekelhaft und abgrundtief abstoßend macht, weil das ethisch einfach
in keinster Weise in Ordnung ist, eine Hündin zu fixieren, damit der Rüde auf jeden Fall aufreiten kann. Denn wenn die Hündin sagen würde, ich möchte den nicht, ich bin noch nicht bereit, aus welchem Grund auch immer, dann würde kein seriöser Züchter der Welt die Hündin dazu zwingen, jetzt gedeckt zu werden. Die Gründe, die manche Leute für diese Breeding Stance bringen, sind für mich auch alles andere als irgendwie vertretbar. Hier wird zum Beispiel Gründe genannt wie, die Hündin ist zu aggressiv. Das heißt, die Hündin könnte den Rüden verletzen. Eine Hündin, die bereit ist, die sowohl die psychische als auch die körperliche Reife hat, die auch die Chance bekommt, sich den Rüden quasi auszusuchen, ihn zu testen, davor mit ihnen zu sagen, hey, bist du wirklich der Richtige für mich? Die würde ja gar nicht so reagieren. Also wenn die Hündin schon sagt, ich schnappe den ab und ich möchte auf keinen Fall, dass dieser Rüde mich deckt, dann ist es das allerletzte, diese Hündin körperlich einfach mit einem Maulkorb plus diesen Breeding Stance dazu zu zwingen, jetzt gedeckt zu werden. Ist eine Hündin bereit, so würde sie auch selber ihre Rute zur Seite schieben und die Scham würde sich quasi öffnen und dann würde sie ja quasi eben schon einfach signalisieren, hey, ich bin bereit, dass du das jetzt machst. Aber diese Chance einer Hündin wegzunehmen, das ist absolut widerlich und ist nichts anderes als eine Vergewaltigung. Die Argumentation bringt man vor allem eben auch bei Rassen wie Pitbulls, also wo man sagt, die Hündin ist zu aggressiv, um jetzt irgendwie gedeckt zu werden. Deswegen, um den Rüden zu schützen, schnallen wir die da jetzt drauf. Also das wäre sowieso ein Punkt, wo wir wieder beim Thema seriöse Zucht sind, dass ein seriöser Züchter, wenn der Charakter bzw. das Verhalten der Hündin, wenn die super unsicher, aggressiv oder des Weiteren ist, dann würde damit gar nicht weiter gezüchtet werden. Und da sind wir eben beim Thema, ist der Hund überhaupt zuchttauglich oder nicht? Und die Hündin dann darin festzuschnallen, Leute, ich kann nicht mehr. Als ich dieses Video hier gesehen habe, ich habe richtig Magenschmerzen bekommen, weil ich das so abnormal finde, wie diese Leute noch in die Kamera grinsen, diese Hündin mit Vaseline oder sowas einschmieren und dann man ganz genau sieht in diesem Video, dass diese Hündin das nicht möchte und eigentlich schon versucht wegzukommen, aber nicht kann, weil sie einfach festgebunden ist. Das ist wirklich auch ein Thema, worüber ich sehr schwer reden kann und die Recherche dafür hat mir auch sehr schwer gefallen, weil ich das einfach auf so vielen Ebenen einfach abartig finde. Nicht nur die Tatsache, dass diese Hündin hier einfach im Endeffekt vergewaltigt wird, sondern eben auch, dass die Leute daneben stehen und das auch noch feiern. Also in gar keiner Hinsicht ist das für mich irgendwie vertretbar. Das zweite Argument, welches Züchter oft verwenden, um diese Breeding Stance zu argumentieren bzw. gut zu heißen, ist bei einer Reproduktion von zum Beispiel Bulldoggen. So ist es nämlich zum Beispiel, dass es englische Bulldoggen oder auch französische Bulldoggen ohne menschliches Eingreifen so gar nicht mehr geben würde, denn ohne die Tiermedizin, das heißt ohne künstliche Befruchtung, solche Vorgänge wie Breeding Stance oder eben auch durch Kaiserschnitte, wäre diese Rasse im Endeffekt nicht mehr am Leben, da sie einfach zu krank sind, um sich natürlich fortzupflanzen. Ja, hier wieder dieses Argument für diese Breeding Stance, dass man dem Rüden quasi hilft aufzureiten, weil diese Körper einfach zu krank sind, dass eben einfach eine Rasse weitergezüchtet wird, die sich eigentlich ohne menschliches Eingreifen überhaupt nicht mehr weiter fortpflanzen würde. Da sind wir wieder beim Thema seriöse Zucht. Ein seriöser Züchter würde keine Hunde miteinander verpaaren, die überhaupt nicht körperlich in der Lage sind, sich miteinander zu verpaaren. Oder wenn zwei Rassen miteinander verpaart werden, wo der Größenunterschied so riesig ist, dass ohne menschliches Eingreifen einfach keine natürliche Deckung zustande kommen würde. Also das sind für mich einfach Punkte und Argumente, die gegen jegliche seriöse Zucht sprechen. Jetzt kommen wir aber auch zu einem Punkt, den ich auch noch mal ganz klar hier ansprechen möchte und das sind Vermehrer. Denn wie ich euch schon sehr oft gesagt habe, gibt es vor allem bei Vermehrern eben solche Zwangsdeckungen. Ihr müsst euch nochmal in den Kopf rufen, dass der illegale Welpenhandel einfach auf Platz 3 der lukrativsten illegalen Geschäfte ist. Davor sind nur Waffen und Drogen. Das bedeutet einfach, dass eine wahnsinnig große Nachfrage nach Billigwelpen oder auch mittlerweile nach teuren Welpen, was aber auch bedeutet, dass natürlich diese Produktionsstätten, diese immense Nachfrage irgendwie bedienen müssen nach Welpen. Jetzt sind wir auch bei einem Punkt, bei dem ich mittlerweile sehr streng bin, vor allem auch, wenn Leute argumentieren und sagen, ich habe meinen Hund aus schlechten Umständen gerettet. Nein, wenn du deinen Hund von einer unseriösen Quelle aus dem Kofferraum, aus irgendeinem Verschlag gekauft hast, dann hast du keinen Hund gerettet, sondern du hast einfach nur einen illegalen Welpenhandel und somit massives Leid unterstützt. Ich weiß, dass sehr viele Leute aus so einer Quelle einen Hund haben und ich möchte auch jetzt nicht, dass diese Personen sich jetzt persönlich
persönlich angegriffen fühlen oder vielleicht sogar wirklich jetzt ultra traurig werden oder anfangen, sich zu rechtfertigen. Ich unterstelle jetzt hier keinem böse Absichten, das auf keinen Fall. Es ist ja meistens Unwissenheit oder extreme Emotionen, die einen dazu bringen, dann einen Hund daher zu kaufen. Jedoch muss man ganz klar benennen, worum es sich hier handelt. Und man hilft keinem, wenn man sagt, ich habe meinen Hund da aus diesen schlechten Umständen gerettet. Man muss die Dinge benennen, wie sie sind. Man hat damit eine Massenproduktion an Hunden und eine Masse an Leid unterstützt. Und langfristig kann man das nur ändern, wenn man jetzt anfängt, diese Dinge auch wirklich zu benennen als das, was sie sind. Und wenn man anfängt, zum Beispiel auch darüber zu reden, so wie ich jetzt in diesem Video, also dieses Video vielleicht auch weiter zu schicken, weiter zu teilen an Leute, die sich überlegen, bald einen Hund zu holen oder sich einen Hund zu adoptieren. Also Wissen verbreiten, was man damit unterstützt, denn anders ist das Ganze nicht mehr unter Kontrolle zu bekommen. Denn damit man diese Masse irgendwie an Nachfrage bedienen kann, werden Hündinnen bei jeder Läufigkeit zwangsgedeckt. Das heißt, dass junge Hündinnen in Vermehrerfabriken als absolute Gebärmaschine zwangsgedeckt werden. Und da bin ich mir auch sehr sicher, dass genau solche Zwangsmaßnahmen wie diese Breeding Stands eingesetzt werden. Denn anders würde er sich eine Hündin niemals bei jeder Läufigkeit decken lassen. Wenn sie in einer schlechten Umgebung ist, in einer stressigen Umgebung, dann bekommst du diese Hündin nicht jedes Mal gedeckt. Also es ist ja jedes Mal auch eine massive Belastung für den Körper, schwanger zu sein, trächtig zu sein, diese Welpen zu gebären und dann bei der nächsten Läufigkeit direkt wieder gedeckt zu werden. Das wird damit unterstützt mit diesem illegalen Welpenhandel und darüber müssen wir reden, darüber müssen wir aufklären. Ihr habt nicht nur diesen kleinen süßen Hund da irgendwo auf irgendeinem illegalen Welpenmarkt gerettet, sondern im Hintergrund stehen Hunde, die bei jeder Läufigkeit zwangsgedeckt werden, die ein total beschissenes Dasein fristen und womit man mit dem Kauf so etwas unterstützt. Es gilt hier immer noch Angebot und Nachfrage. Und wenn die Nachfrage danach da ist, dann wird das Angebot auch kommen. Und deswegen müssen wir darüber reden und wir müssen mehr darüber aufklären. Ich unterstelle, wie gesagt, niemandem etwas Böses, aber wenn man zum Beispiel irgendwo in Tschechien ist und in irgendwelchen Hinterhöfen irgendwelche Massen an Welpen sieht, die in irgendwelchen Käfigen für 400 Euro angeboten werden und man sich denkt, boah, ich muss diesen Welpen jetzt retten. Nein, ich weiß, es klingt super hart, aber ihr müsst wegschauen. Ihr dürft diese Hunde dann nicht kaufen. Es ist nicht vertretbar, so ein Leid, vor allem auch von den Mutterhündinnen, weiterhin zu unterstützen und zu supporten. Und deswegen auch nochmal mein Appell von mir an die Leute da draußen. Bitte überlegt euch, woher ihr euren Hund holt und was ihr damit unterstützt. Denn solche Praktiken sind leider absolut nicht selten und man unterstützt damit aktiv Tierleid. Mit jedem Euro, der da über die Theke geht, wird Tierleid unterstützt. Und es darf nicht sein, es sollte so nicht sein. Ich finde es auch sehr schade, dass hier durch solche Praktiken seriöse Zucht einfach in den Dreck gezogen wird. Denn ein seriöser Züchter würde solche Praktiken überhaupt nicht nötig haben. Denn hierbei wird auch absolut auf das Recht auf den eigenen Körper dieser Hündin total geschissen. Und das ist absolut nicht vertretbar. Für mich gibt es keinen einzigen Grund und kein einziges vertretbares ethisches Argument für diese Breeding Stands. Es ist absolut widerlich, was hier gemacht wird und für mich nicht zu unterstützen. In diesem Sinne hoffe ich, ihr konntet aus diesem Video etwas lernen und mitnehmen. Ich sage jetzt bewusst nicht, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, denn ich muss ganz ehrlich auch sagen, dass das für mich ein Thema ist, was mich wirklich mitgenommen hat, als ich dieses eine Video das erste Mal gesehen habe. Ich finde das absolut grauenhaft, einfach weil ich diese Vorstellung so widerlich finde, dass man nicht über den eigenen Körper entscheiden darf und dass hier mit Zwangsmaßnahmen eine Hündin zum Geschlechtsverkehr gezwungen wird. In diesem Sinne wünsche ich euch trotzdem noch ein wunderschönes Wochenende. Passt auf euch und eure Hunde auf und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.